während ich jetzt begrüßt habe, habe ich schon gesagt, jetzt kommt der langweilige Teil dieses Symposiums, weil jetzt kommt, was darf die Wissenschaft? Ne? Eigentlich, also mein Thema, ich hatte das Thema eigentlich angegeben und der Untertitel fiel irgendwie weg, ist schon recht. Was darf die Wissenschaft? Von den Grenzen der Nutzung sprachlicher Daten. Also ich kann nicht drüber, also ein bisschen kann man dann logischerweise auch allgemeiner drüber nachdenken, was denn die Wissenschaft darf sozusagen insgesamt. Aber ich rede jetzt nicht abstrakt über, ja, also ich rede schon über Wissenschaftsethik. Und in Konsequenz dessen rede ich auch ein bisschen über Fragen des Urheberrechts und des Personenschutzrechts und solche Geschichten. Aber nicht abstrakt, weil ich bin ja kein Jurist, sondern ein Mensch von normalem Verstande. Ich hoffe, es ist ein Jurist da, der jetzt mit mir streiten kann. Also, ja, oder eine Juristin. Und darum habe ich sozusagen den Vortrag auch anders genannt, aber er heißt eigentlich gar nicht anders. Das klingt bloß so, als hieße er anders. Was die Wissenschaft darf, heißt ja, dass die Wissenschaft, wie alle, die hier über dieses Thema reden, wenn ihr das so recht versteht, dieses ganze Festival, nämlich in einem Zwiespalt stecken, in einem Zwiespalt in gewisser Weise, dass man als man selbst erscheinen möchte, authentisch, original, erfinderisch, genial. Und andererseits seine Authentizität nur herzeigen kann, wenn man sie im Rahmen dessen herzeigt, was gesellschaftlich üblich ist oder sich davon absetzt. Das heißt, in gewisser Weise zitierend, wiederholend, reflektierend, was man so irgendwie will. Und bei der Wissenschaft ist das logischerweise auch so. Wir möchten logischerweise als Wissenschaftler mit unserer Leistung anerkannt werden, oder beziehungsweise als Institute von mir aus, in ihrer Leistung anerkannt werden, aber wir müssen selbstverständlich auch sehen, dass sozusagen diese Leistungen eben häufig nur zu einem gewissen Grade individuell zuordnenbar sind. Das gilt in modernen Zeiten, und eigentlich lebt man immer in modernen Zeiten. Ne? Die Zeiten, in denen man lebt, sind gerade immer, aber wie gesagt, wir leben logischerweise medial in modernen Zeiten oder auch nachrichtentechnisch in modernen Zeiten, in denen uns sozusagen die digitale Welt eingeholt hat. Und die digitale Welt, das heißt für die Wissenschaft ja irgendwie Big Data, große Datenmengen, um als Direktor des Instituts für deutsche Sprache irgendwie nicht zu Englisch zu sprechen. Und darüber rede ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und ich will das an Beispielen ein bisschen erklären, und wie gesagt, die anwesenden Linguisten werden sich langweilen, aber das sehen wir dann schon, das ist irgendwie auch egal. Das ist übrigens das Institut für deutsche Sprache, ein paar von Ihnen waren dort, und da sind nicht nur Bücher versteckt, sondern auch große Datenmengen, aber dazu komme ich später. Eigentlich habe ich das jetzt schon gesagt, ne? Wie Sie wissen, also die Frage ist ja, was wollen auch Wissenschaftler sein, oder wir alle, logischerweise, wir wollen authentisch, aber verlässlich sein, und dass das sozusagen auch sprachlich sich niederschlägt. Ich habe gerade vorgestern dem Südwestdeutschen Rundfunk, ich gebe immer so 5 Minuten Interviews, wenn Sie sich mit mir langweilen wollen, dann müssen Sie SWR2 am Samstagnachmittag nach 3 einschalten, dann komme ich so gelegentlich und erzähle 5 Minuten über irgendwas Sprachliches. Und da hat man mich zu echt cool oder sowas, wollte man von mir was wissen, zu echt. Dann habe ich in unseren großen Datenmengen die Verwendung von echt und so ein bisschen in den letzten Jahren versucht nachzuvollziehen und darauf, dass das sozusagen eine ganz merkwürdige Verwendung jetzt relativ häufig ist von dem Typ. Der Typ ist echt. Echt was? Also falsch? Okay. Das passt eigentlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich also sozusagen, dass wir irgendwie versuchen, ja genau, echt was, ich habe es sozusagen geschrieben, also was immer es heißt, also sozusagen wir wollen in gewisser Weise, Sie sehen, ich bin noch in der Einführung, ich komme dann zur Linguistik, na, das ist jetzt noch allgemeines Bla. Okay? Wir wollen ja authentisch sein, das heißt aber, dass wir wiedererkennbar sein wollen, und ich muss im Wechsel sagen, der eigenwilligste Mensch ist am deutlichsten darauf angewiesen, dass er sozusagen sich in einer Mischung aus Dingen darstellt, die anderen auch als eigenwillig wiedererkennen. Das heißt, mit einer eigenen Normativität verrechenbar in gewisser Weise. Und weil Sie hier reden ja über Sampling und Zusammenstellen und Wiederholen und irgendwas, natürlich hat das alles seine Tradition, ne? Also eben
die so, also ich habe Parodien in Anführungszeichen stehen, weil Parodien hat ja heutzutage den ironischen Charakter, ne? Aber sozusagen über die Jahrhunderte hinweg hat Parodie das Nacharbeiten von etwas und Anzitieren von etwas, sodass man deutlich erkennt, dass es anzitiert ist und nicht, und die Eigenleistung liegt in der geringfügigen Variation dessen, was man anzitiert. Also es gibt, also eben die Bedeutung von Parodie als ironische Parodie ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, aber, oder 19. und 20. Jahrhunderts. Bis ins späte 18. Jahrhundert rein ist die Parodie die Kunst, und noch heute muss ich meine chinesischen Doktoranden dazu bringen, nicht mich zu parodieren in diesem Sinne, in ihren Vorwörtern. Also es gibt sozusagen Wissenschaftskultur nach, wo die Parodie bis heute lebendig ist. Und es lebt auch in der Literatur ja ganz besonders, ich weiß nicht, ob es hier Literaturmenschen gibt, auch in der Musik, auch in der Musik. Nicht immer ist es so leicht wie im Don Giovanni, wo der Don Giovanni dazu sagt, aus welcher anderen Oper die Sachen sind, die er gerade singt. Da, wenn er ist am Schluss für die Leute, die vielleicht diese Oper schon mal bis zu Ende gehört haben. Es gibt eben sozusagen immer schon eigentlich, also ich will den, ich sage nicht, es gab immer schon alles, ne? Aber ich sage bloß, es ist sozusagen der Wechsel zwischen Authentizität und Wiederholung und Sampling und irgendwas, kennen so seine Wogen in der Geschichte. Und die Kunst der Bezüge für den Wissenden, aber vielleicht angedeutet, so die Autoren vom Typ Thomas Mann und so, da muss man ja, wissen Sie, dass er im Zauberberg ununterbrochen auf Johann Christian Andersen zurückverweist, explizit und implizit, nur für den Wissenden oder sowas ähnliches. Ne? Und sozusagen so verlassen wir uns insgesamt bei der Möblierung unserer symbolischen Welt darauf, dass wir die Sachen wiedererkennen. Was die Sache ein bisschen verändert hat, als sich die Diskurse auch durch die digitale Welt ungeheuer geöffnet haben, und also übrigens auch schon die Möblierung der symbolischen Welt. Was ich Ihnen erzählt habe, waren ja sozusagen aufklärerische und bürgerliche Beispiele. Also, und daher sozusagen eine bürgerliche Diskurswelt, die war endlich war, galt als Bezugsraum. Was vielleicht das Neue ist, ist, dass durch die digitale Welt und durch die fast Endlosigkeit der Datenmengen die Bezugsräume so unterschiedlich geworden sind. Ja? Was ja die Unterscheidung in unseren Gesellschaften eben auch nach Sozialschichten so zum Teil ein bisschen obsolet macht, sondern eben in Diskursweltgeschichten, in Lebensstilelemente und ähnliches. Sie können sich mal überlegen, ob ich ausschaue wie ein Professor, wie auch immer, an diesem Punkt. Oder auch so spreche. Ja, eben, die Veränderung ist, dass nun sozusagen theoretisch alles und jedes verfügbar ist, sodass auch die Frage, was man individuell weiß und was man sich irgendwo herholt, auf andere Weise zu beantworten ist. Und damit, das habe ich gerade schon gesagt, eine Patchworkisierung des Wissens, wenn man so will, erfolgt ist, die Sachen auflösen. Wolf Haas, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der Mensch hinter den Brenner-Krimis oder sowas ähnliches, na, sozusagen. Der hat übrigens Linguistik studiert und promoviert über Syntax der Poesie oder sowas ähnliches, also ganz wilde Dinge, wie auch immer. Und in seinem neuesten Roman macht er manchmal so Regieanweisungen. Also es ist ein mehrfach gebrochener Roman, und die stehen dann so groß, und dann will er hier sozusagen eine Liebesgeschichte beschreiben und hinterschreiben, und am Schluss steht, oder? Da bitte ich die Margit, ob sie mir was schreibt oder einfach irgendwo was herunter absolutel. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Wortbildung was sagt. Zweifellosen Fall von kritischer, ich habe Ihnen bloß den Wikipedia-Auszug unterkopiert, dass Sie sich vielleicht daran noch mal erinnern. Irgendwie eine Stelle, ich mache bloß Pause, dass Sie lesen können, weil ich lese nie vor, was da steht, in gewisser Weise. Das ist immer dazu, wenn Sie sich bei mir langweilen, dann kriegen Sie was zu lesen. Einen Wissenschaftler würde man das nicht durchgehen lassen, oder? Die Laxheit des geistigen Eigentums, und außerdem wird es ein großer Hit, obwohl es zusammengeklaut ist aus allen Dingen. Also sozusagen die digitale Welt und ihre Verfügbarkeit macht offenbar die Frage, was man mit fremden Daten darf oder nicht darf, insgesamt zu einem Problem. Ich halte das für einen schlechten Roman, aber das ist ein anderer Punkt. Auch nicht geklaute Romane sind schlecht. Nicht alle, logischerweise.
Aber das ist nicht das. Ne? Und das ist nicht mehr dasselbe übrigens wie der alte Brecht, von dem Sie, den die Frau Hegemann auch zitiert hat dann damals, von dem Sie ja vielleicht wissen, dass er die Drei-Groschen-Oper-Songs praktisch ganz unverändert, eigentlich wirklich recht völlig unverändert aus der Übersetzung von dem Herrn Zahl übernommen hat und sich damit mit der Lachsheit in seinen Fragen des geistigen Eigentums entschuldigt hat, was für einen Unternehmer so eine interessante Äußerung ist, finde ich. Aber bin ich vielleicht Literaturwissenschaftler? Nein. Ich wollte Sie so ein bisschen relativieren und Ihnen zeigen, dass sozusagen auch die Wissenschaft eigentlich dasselbe Problem hat wie alle anderen. Bei den anderen ist bloß sozusagen harmloser gelöst wird, wie Sie jetzt am Schluss sehen. Nämlich die Frage, wie man sozusagen die eigene Leistung und die Urheberschaft und das so verrechnet mit den Sachen, die man so macht. Also eben, wie erkennt man, vielleicht auch schützt man Urheberrecht, ne, das jeweils Authentische, was hat sich verändert im Hinblick auf die Dokumentationspflichten bezüglich der Voraussetzungen? Und ich finde vielleicht der dritte Punkt ist eigentlich eine Folge sozusagen, dass wir durch die digitalen Medien eben, vor allem in den Geisteswissenschaften, den Zwang und die Notwendigkeit zur Wiederholbarkeit unserer Untersuchungen und somit zur Verlässlichkeit dessen, was wir möglicherweise sagen, in sehr viel verstärktem Maße aufgedrückt bekommen haben, als das früher der Fall war. Kritische Punkte. Und in der Öffentlichkeit wird immer der erste gern diskutiert. Ich halte ihn für eher marginaler offen gestanden, wenn Sie so fragen. Dass man Vorhandenes als Neues ausgibt sozusagen. Und ich habe das schöne Wort Authentizitätsanmaßung dafür erfunden. Ich finde das ein schönes Wort. Ich liebe schöne Wörter. Plagiat. Und wir haben alle über Plagiat unlängst mehrfach gelesen, sozusagen von Gutenberg. Und andere, sage ich jetzt mal vielleicht, wo man sieht auch in unterschiedlichem Ausmaße, also in unterschiedlichen, da gibt es sicher unterschiedliche Dinge. Ne? Sie, daran können Sie zum Beispiel sehen, dass Wissenschaft auch unterschiedliche Ansprüche hat. Jeder von uns weiß, dass es bei den Juristen und Medizinern mindestens zwei Arten von Doktorarbeiten gibt. Welche für die Wissenschaft und welche fürs Tierschutz. Und die sich in der Qualität immer schon unterscheiden, in gewisser Weise. Aber bei von Gutenberg war zweifellos die Toleranzgrenze in dieser Richtung deutlich überschritten. Das ist zweifellos wahr. Und andererseits, Frau Schawan wird ja auch immer genannt, ist vielleicht ein anderer Typ in gewisser Weise, ich würde jetzt sagen, naiv erwachsen aus einer alten Wissenschaftstradition der Geisteswissenschaften, wo man sozusagen über sehr viel gemeinsames Wissen verfügte und vieles des gemeinsamen Wissens einfach durch Anspielung ohne genaue Dokumentation sozusagen von was Hermann Paul sagte und was von Humboldt sagte sozusagen so einbrachte. Und die digitale Welt hat das zweifellos. Ich will das jetzt nicht entschuldigen, ich sage bloß, damit haben sich die Wissenschaftsansprüche. Lesen Sie mal Dissertationen aus den 60er Jahren, Sie würden sich wundern, wie wenig dokumentiert die sind. Wie wenig dokumentiert im Schnitt sind. Weil da hat die Community, sage ich jetzt mal, sowieso wusste, was der andere sagt. Ne? Also wie gesagt, ich entschuldige jetzt keinen der vorliegenden Fälle, also nicht, dass ich missverstanden werde. Aber ich will versuchen bloß zu zeigen, was diese ganze elektronische Geschichte und Big Data Geschichte gerade für Geisteswissenschaften, also die das nicht so gewohnt waren. Ne? Also, der Physiker hat immer schon gemessen und aufgeschrieben. Vielleicht gefälscht, ist das zweite Problem. Nicht vorhandenes als dokumentiertes. Das schöne Wort stammt Empirie-Anmaßung. Harmloser Fälschung. Sie wissen vielleicht, weil es in der Zeitung stand, darf ich ja sagen, dass es hier an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Fall gab, wo sozusagen 10 der Beiträge eines wirtschaftswissenschaftlichen Professors, die zu seiner kumulativen Habilitation eingereicht wurden, wegen Manipulationen an den Datensätzen von den Zeitschriften zurückgezogen wurden. Boah. Ich sage dazu nichts. Ne? Also, Sie sehen, es gibt nicht bloß ein Petracci, sondern es gibt auch sowas, ne? Sozusagen. Und natürlich hat man auch die Neigung, übrigens, selbst wenn man große Daten hat und sie passen ungefähr, die drei Fälle, die nicht passen, zu sagen, okay, entschuldigen Sie, wenn ich bayerisch zwischendurch spreche, und sich dann statistisch zu beweisen, dass das so sein muss. Ne? Okay,
Also bloß um. Also ich mache jetzt nicht moralisches Fallbeil, das ist nicht meine Rolle. Das habe ich da auch schon erklärt, ne? Dass sozusagen da die Geisteswissenschaften eben in gewisser Weise, also in der Praxis geteilten diskursiven Wissens, bis heute weiß ich nach drei Sätzen eines Absatzes, ob das ein Chomsky-Anhänger ist oder sowas, ne? Ja, ohne dass er ihn zitiert hat, zu einer Praxis strikterer Einzelnachweise in allen Forschungsdaten und andererseits zu einer Schnittstellenbegrenzung, dass man sozusagen wie die Naturwissenschaften bloß noch das datiert, was für das Thema gerade noch im Moment einschlägig war und angelsächsisch doch ein bisschen diskursiver wieder erzählt. Ne? So, gut. Ja, das habe ich jetzt. Resümee. Dieses kleinen allgemeinen Teils. Ich glaube, ich bin ein bisschen langsam. Ich rede ein bisschen schneller, ich habe zwischen langsam gesprochen. Okay. Ich rede jetzt Big Data in der Sprachwissenschaft. Jetzt rede ich über uns. Ne? Also sozusagen über das, was das für uns heißt. Und was vielleicht die Probleme sind. Lieben Sie Google? Genau. Also zu meinen Studenten sage ich immer, wenn ich was frage und sie wissen es einmal so. Und wenn sie sich nicht sicher sind, war es so. Ne? Und die meisten von ihnen machen es vermutlich so. Und irgendwie stimmt es natürlich auch, ne? Weil Google ist schon irgendwie eine Krake, ist aber irgendwie eine nette Krake. Und Google hat natürlich endlos viele Bücher einscannen lassen. Zum Teil schlecht, weil die Seiten dann so schief drin liegen. Aber immerhin, sie sind alle da. Und haben sich nicht so ganz viel um alle Urheberrechte gekümmert. Nee. Sie sind halt groß, ne? Aber wir lieben das dann trotzdem, oder? Weil es die Daten gibt, ne? Ich mache ein nettes Beispiel, da habe ich unlängst einen Vortrag gehalten. Jeder von Ihnen kann das machen, ne? Sie können das, oder? Google Endrams. Bücher von 1800 bis 2000. Und ich habe mal gemacht die Jahreszeiten, bloß so. Wie oft kommen, Sie sehen, können Sie es lesen? Da steht Frühling, Winter, Frühjahr, Herbst, Sommer. Und es gibt uns wunderbare Übersichten, die wir sonst nie erhalten hätten. Dass der Frühling immer schon so vor sich hin kraucht, der ist auch viel zu romantisch. Und dass das Frühjahr ein bisschen zunimmt, das ist sehr sachlich, dass Frühjahr. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auch die Sorgen, und das ist recht. Und Sie sehen, übrigens, dass der Herbst einen dramatischen Abschwung nimmt im Leben, wie genau gesagt, ungefähr so viel ausmacht wie Frühling und Frühjahr zusammen, sodass wir sozusagen so eine wilde Ausdifferenzierung bekommen. Und Sie sehen, das ist vielleicht am heutigen Tag, wo in Russland noch die Parade fährt, da ganz interessant. Wo ist der Winter? Das ist der Winter 1943. Das ist das Frühjahr 1945. Ja. Also ich habe das schon relativ geglättet, Sie können das, Sie haben das sicher auch schon gemacht, Sie können das auch beliebig feiner machen. Sie sehen, diese großen Datenmengen erlauben uns Einblick an einem, jetzt hier ein ganz banalen Beispiel, wenn Sie so wollen, in kulturelle Entwicklungen, in Korrelationen zwischen sprachlicher Entwicklung und historischer Entwicklung, die wir sonst nie gehabt hätten, wenn nicht Google das alles uns zur Verfügung gestellt hätte, gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek, die auch anscheinend Schurken sind. Ne? Okay. Gut, ich muss also doch schneller werden. Also, das wusste eigentlich so noch niemand und das lässt sich im Einzelnen gut interpretieren und ist wunderbar und zeigt wirklich, dass früher der Winter, ich mag nicht zurückgehen, viel wichtiger war, bis die Zentralheizung kommt. Und wenn der Krieg kommt, dann wird es wieder schlimmer. Ne? Also, das ist ganz die Banale. Ne? Es geht auch konkreter, ne? Es geht präziser. Und dann sieht man auch, dass die Leute den Frühling besonders lieben. Das ist das Wiktionary. Schon wieder sowas. Ne? Das Hässliches. Meine Leute, darf ich so sagen, die Abteilung Lexik meines Hauses, die die Sprachentwicklung verfolgt, schaut auch nach, was die Leute nachschauen in Wiktionary. Und die Leute sind irgendwie, die Leute sind erwartbar irgendwie. Die schauen in Woche 11, 12, das ist der 20. März, wenn das Frühjahr beginnt, schauen sie nach Frühling. Warum? Was? Ja gut, also, und sie schauen dann auch immer so im Sommer und Herbst und Winter, aber viel mehr Frühling.
Das ist doch schön, oder? Also, wir, ja, immer. Ich habe jetzt absichtlich so ein Banalbeispiel, das man nicht politisch oder sonst interpretieren muss, sozusagen genommen, um zu zeigen, da sieht man sozusagen, dass man durch die Big Data dann doch relativ nah an die Leute rankommt. Sie wissen auch, was Fußball ist, gell? Also, meine Leute haben dann mal irgendwann gefunden, dass ein seltenes Wort wie larmoyant an einem Septembertag abends gegen 22 Uhr in Wiktionary plötzlich massenhaft nachgeschlagen wurde. Warum? Ja, es war ein Fußball-Länderspiel und der Kommentator hatte gesagt, der Spieler Götze solle nicht so larmoyant spielen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Formulierung ist, aber wie immer. Aber Sie sehen, man kann über die Big Data kann man die Leute bis in ihr Wohnzimmer verfolgen. Ja? Das ist vielleicht das Personenrechtsproblem, vielleicht, hier nach harmlosen Beispielen angedeutet. Ich will es an einem interessanteren Fall zeigen, also einem politisch interessanteren Fall. Wir Datensampling und Personenrechte. Wir sind doch eine mehrsprachige Gemeinschaft, Gesellschaft, nicht Gemeinschaft, Gesellschaft. Mannheim, 39% Personen mit Migrationshintergrund. Aus 172 Nationen, wie der Herr Oberbürgermeister zu Recht feststellt. Wir sind ein Einwanderungsland mit einem hohen Nettoeinwanderungsanteil. Ich hoffe, Sie kennen diese schönen Karten. Aus Big Data entstanden, Atlas der wirklichen Welt. Wer größer ist, in diesem Fall kriegt mehr Einwanderer. Kein Mensch will nach China, wie Sie vielleicht sehen. Also ich auch nicht. Also wie auch immer. Deutschland ist erkennbar Einwanderung. Das ist schon eine Big Data-Projektion, logischerweise. Ne? Ja, nun gibt es klassische Einwanderungsländer, die heißen USA, haben 19,6 Angehörige anderer Sprachen. Sie können im Zensus, ich habe jetzt immer so vorletzte Daten genommen, um niemanden zu beleidigen, also ich habe immer so leicht vorletzte Daten genommen, im Zensus von 2010, da können Sie alles sehen. Da können Sie sehen, Sie können sehen, ne? Da sind die Deutschen. 2% im Ganzen, von denen können immerhin, Gott sei Dank, nur 17% kein gutes Englisch. Das geht. Wenn Sie hingegen zum Beispiel ein spanischer Mensch wären, dann könnten Sie zu 50% kein ordentliches Englisch. Oder eben als russischstämmiger und polischstämmiger haben Sie es auch nicht leicht. Ja? Ironie zurückgenommen. Sie haben sozusagen ein sehr genaues Bild über vertretene Sprachen und Sprachkenntnisse und Sie können sogar, das habe ich jetzt nicht mehr so genau gemacht, kriegen auch raus, wer, wie viele was anderes zu Hause sprechen. Und wenn Sie noch weiter reingehen, dann könnten Sie schauen, in welchen Städten, in welchen Straßen die Leute zu Hause was anderes sprechen. Das ist zweifellos planerisch interessant, oder? Wenn man zum Beispiel, in verschiedener Hinsicht, ne? Also nicht nur für Immobilienhaie, sondern auch für Schulplaner. In Deutschland dürfen wir das nicht. Das IDS lobbyiert seit Jahrzehnten, glaube ich, um die Sprachfrage, irgendeine Frage nach dem Sprachgebrauch unterzubringen. Das ist in Deutschland logischerweise historisch ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und ich verstehe es auch, warum man das nicht darf, aber ich sage bloß, das, um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, wo gefährliche Grenzen vielleicht sind. Auch bei uns kann man allerdings schon viel zusammenbringen. Das ist ja so, das geht ja noch. Ne? Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und es sind ja auch rund 20% übrigens, genau wie in den USA. Einwanderer sind auch 19,6%. Und hier ist es so, dass Italiener sind weiß, Türken sind grün, das Blaue sind sonst die EU-Menschen. Also so irgendwie, bloß um Ihnen bloß keine Andeutung in gewisser Weise zu geben. Das dürfen wir natürlich. Wir können es auch in Zahlen, wie viele die sind, die woher kommen. Und Sie sehen, dass es bei uns Polen und Türkei die großen Mengen sind, beziehungsweise auch das ehemalige Jugoslawien, wenn Sie die zusammenzählen. Aber Sie wissen überhaupt nicht, was die sprechen. Sie wissen überhaupt nicht, was die sprechen. Das ist jetzt Mannheim, ne, sozusagen. Das wäre zweifellos eine interessante Geschichte. Sie können allerdings eben noch weiteres zusammenbasteln. Ne? Sie können das stammt von der, das ist der Mikrozensus, die Mikrozensusdaten hier heruntergebrochen für Mannheim. Und ich glaube, so stehen sie auch auf der Homepage der Stadt Mannheim. So kriegt man es auch als Mikrozensus, wenn man will, kann man sich auch raussuchen, ne, sozusagen oder so. Und dann kann man aber noch was machen. Ne? Die Stadt Mannheim macht dann noch was. Die lässt sich bei Sinus offenbar die Stadt nach Lifestyle
nach Lebensstilen auswerfen. Da, wo ich wohne, wohnen die Liberal-Intellektuellen, das bin ich. Die Grünen, ja. Und ein paar konservativ Etablierte, ne, die Blauen. Also, das können Sie jetzt fragen, ob ich mich recht eingeordnet habe. Sie können allerdings eben sehen, dass sozusagen es auch stattfindet, deutlich von Hedonisten bewohnt sind. Junge Menschen, die abenteuerlustig sind und kein Geld haben, um es kurz zu sagen. So Kultursoziologen, die sind so, ne? Die sprechen so, nicht Linguisten, sondern so Kultursoziologen, die reden so. Die würden auch bei mir sagen, arroganter Heini mit intellektuellen Ansprüchen trägt zu teure Anzüge, also irgend sowas. Ne? Also die reden so, ne? Da müssen nicht, dass sie meinen, ich beleidige jetzt irgendeine Bevölkerungsgruppe, das ist nicht klar. Ne? Da können Sie jetzt natürlich logischerweise Viertel ausmachen. Ne? Und wie gesagt, wenn Sie die Hedonisten verrechnen mit dem Anteil von Migrantenhintergrund, also das ist ja die interessante Frage. Ich meine, mich muss man nicht beschulen. Ich bin kein Beschulungsproblem. Naja, wer weiß. Also, da fragen Sie jetzt mal meine Mitarbeiter, ist egal. Aber Sie können ja sehen, Entschuldigung, das können Sie nicht sehen, wenn ich hier rumdeute. 77% mit Migrationshintergrund, 2/3 im Jungbusch, korreliert mit den Lifestyle-Daten. Jungbusch. Ja, da, ne? Den ich auch. Wie ich vorhin hingezeigt habe, ist praktisch vollständig violett. Voll hedonistisch, ne? Sozusagen, ja. Eigentlich hätte man ganz gerne nur sprachliche Daten dazu, wenn man eine ordentliche Schulplanung machen möchte. So. Aber vielleicht darf man es auch nicht, weil Sie sehen, wir sind jetzt hier schon sehr nah an den Menschen dran, oder? Und an den Personenschutzrechten und so. Boah. Ich sage das jetzt bloß so, ne? Also, das, aber ich finde es nett, dass die Stadt uns so gut informiert. Es ist vielleicht noch interessant im Kontext, wir haben eine Umfrage gemacht 2008 zu Spracheinschätzungen in Deutschland, und zwar repräsentative Umfrage im ganzen Bundesgebiet, Forschungsgruppe, Wahl und was weiß ich was. Da gibt es noch interessante Befunde, die man damit korrelieren könnte. Wir haben unter anderem gefragt, steht eh dort, was wir gefragt haben. Und die schöne Antwort ist, die meisten Menschen finden keinen Akzent irgendwie besonders hässlich. Sie akzeptieren sogar mich. Das ist die schöne Antwort. Gibt es einen Vorurteil gegenüber slawischen Akzenten? Sie sehen, wenn Sie die Polen, die Russen, die Polen und die anderen Slawen zusammenzählen, dann ist es eindeutig die Mehrheit. Es ist vielleicht auch nicht überraschend, dass, also um irgendeinen Vorurteil gegen wen zu haben, muss man ihn überhaupt kennen. Die Leute fragen mich ja immer, wir haben auch nach Dialekten gefragt. Wissen Sie, was der beliebteste Dialekt ist? Norddeutsch. Nein. Aber dann kommt immer Bayerisch. Ne? Aber Bayerisch ist auch der zweitunbeliebteste Dialekt. Logischerweise, weil die Leute kennen den. Während die Leute fragen mich immer, wie ist denn das mit Pfälzisch? Und sage ich, ja, 3% äußern sich begeistert. Kennt doch niemand. Ne? Also in gewisser Weise ist das also so eine Korrelation. Und da, das muss man jetzt bloß sagen, es ist klar, daher gibt es irgendeine Meinung zu türkischen Akzenten, logischerweise. Ja? Das ist nicht, noch nicht so schlimm, sage ich mal in gewisser Weise. Aber vielleicht ein bisschen kritischer ist, das zeige ich eigentlich ungern her, weil ich das gerne mal untersuchen würde, aber Ihnen zeige ich es jetzt mal. Die hässliche Geschichte dran ist, dass sozusagen die Vorurteile gegen türkische Akzente mit der Jugend wachsen. Je jünger, desto Vorurteil. Schauen Sie. Die Alten haben zu 6%, finden sie einen türkischen Akzent merkwürdig. Die Mittleren zu 10% und die Jungen zu 27%. Das ist statistisch signifikant, das ist kein Ausreißer. Das ist wohl untersucht. Das wäre irgendwas, wo man, glaube ich, sozialpolitisch handeln sollte. Wenn man noch ein bisschen genauer Bescheid wüsste, ist es. So, aber ich bin ja bloß ein Linguist. Ich habe Ihnen an ein paar harmlosen Beispielen mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter zeigt, was man so mit Big Data machen kann. Und ich habe ihn dann an, sozusagen an der Stelle, wo es dann ein bisschen interessant wird, versucht zu zeigen, wie man sozusagen mit einer Kombination von, also schon, ich hatte es Ihnen schon bei den Jahreszeiten gezeigt, dass man, wie man sozusagen auf diese Kriegswinter und sowas hinfahren könnte und so, und wie man mit Big Data so weit individualisieren kann, dass ich sie als Einzelne treffe am Schluss. Und die Frage ist, wo die Wissenschaft da sozusagen anfangen soll und aufhören soll und anfangen darf, irgend sowas ähnliches. Okay?
Das ist, wenn Sie so wollen, die Personenrechtsseite meines Vortrags. Ich sollte, glaube ich, aufhören, aber ich höre nicht auf. Ich rede nur weiter. Ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was über die Urheberrechtsseite, weil das mein Institut auch vielleicht noch mehr betrifft. Mein Institut versucht, sowas zu machen. Ich sage Language Monitoring, die Entwicklung der Sprache. Und am leichtesten geht es im Wortschatz. Und darum zeige ich jetzt was aus dem Wortschatz. Und alle Menschen hassen die Anglizismen. Und darum zeige ich was aus den Anglizismen. Soweit? Ich könnte es auch an anderen Dingen zeigen. Also, ich weiß nicht, Event ist schon ein altes Wort, oder? Ist diese Vorlesung hier ein Event? Also, das wissen Sie selber nicht. Da schaut man halt mal nach. Ne? Bloß um zu zeigen, was das Wort Big Data heißt und was Big Data in der Entwicklung heißt. Wir schauen logischerweise in unsere Corpora geschriebener Sprache nach. Und Sie sehen, das sind Jahreszahlen. Es ist bei den meisten Menschen so, unsere Corpora geschriebene Sprache haben jetzt ungefähr 26 Milliarden laufende Wörter. Bis im Laufe des Jahres werden es jetzt 30 Milliarden sein, obwohl sie vor 2 Jahren noch 6 Milliarden waren. Das ist doch was. Das British National Corpus hat 100 Millionen, mal das Idee ist jetzt mal ins wahre Licht zu lücken. Selbst Google hat nicht mehr deutsche Daten als wir. Ha! Wir sind noch böser. Wir erkaufen uns das teuer, nicht nur für Geld, sondern wir erkaufen uns das. Wir haben sozusagen bei irgendwem eingekauft, der alle Universitäten und so mit allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und so weiter beliefert und er gibt uns die Rechte, das wissenschaftlich zu erforschen, aber wir dürfen es nur in so kleinen Teilen nach außen zeigen. Urheberrecht. Da könnt ihr jetzt aufhören, aber ich mache das Beispiel fertig, oder? Sie dürfen nichts mehr fragen, wir müssen dann aufhören. So. Auf Basis dieser Forschungen können wir dann irgendwie natürlich, das machen wir immer, Wörterbücher schreiben. Jetzt, ich weiß nicht, hätten wir hier im Internet, keine Ahnung, also ich habe bloß einen Screenshot gemacht, so aus. Ne? Da könnten Sie sehen, wie ein modernes elektronisches Wörterbuch funktioniert, das am Hintergrund letztlich in die Daten direkt hineinweist, in die man hinein kann. Ein Unterschied zum. Und wir können dann auch sehen, dass sozusagen die Events noch im Kommen sind. Ne? Und eine Kurve übrigens zeigen, das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe ja einen Haufen Statistiker in meinem Haus, die berechnen, wenn wir machen für jedes neue Wort solche Kurven. Und es gibt Kurventypen, die lassen erwarten, dass ein Wort bleibt und die lassen erwarten, naja, aus dem wird nichts. Rein statistisch gesehen, aus dem wird was. Ich meine, das sieht auch ein Laie, ein Blinder sieht das sozusagen, wenn man ihn entlang führt. Ne? Also Sie sehen, es gab so eine leichte Rezession der Events, aber das ist irgendwie so. Und wir können natürlich dann aus dem Big Data können wir auch noch nachschauen, was die typischen Verwendungen für dieses Wort sind. Also wenn Sie schauen zum Beispiel, sehen Sie, dass das Karos sind? In jedem dieser Karos sind wieder Wörter drin, die miteinander verwandt sind und miteinander statistisch überhäufig vorkommen und alle zusammen kommen überstatistisch häufig mit Event gemeinsam vor. Und am Überschnitt häufig das Zeug da irgendwie wie Exhibition Master Car on Future Special Power Guide zu sehen. Das ist eine dynamische Gegend, oder? Also, aber am anderen Ende steht eine Veranstaltung, Konzert, Kunstprojekt, Kulturprojekt, wie hier, Theaterprojekt, Tanzabend, Filmnacht. Ne? Also, schön, oder? Inzwischen haben wir noch schönere Visualisierungen, aber ich nehme die, weil die am besten geht. Irgendwie. Und Sie sehen, also eben das echte Heimfeld ist so Catering, Location, Show, Merchandising, Lifestyle, Drama. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, darum lese ich Ihnen ein paar vor. Sonst können Sie sich den Spaß selber jetzt ein bisschen anlesen. Und wir können dann logischerweise auch mehrere Wörter, von denen wir vermuten, dass sie was miteinander zu tun haben, auf dieser Basis vergleichen, was man nur auf diesen großen Datenmengen kann. Da haben wir Veranstaltung ist gelb und Event ist rot, sozusagen im Prinzip. Also je röter, desto Event. Also wo es relativ rein gelb ist, kommt praktisch nie Event vor. Fortbildungskurs, Schulung. Und wo es so ist, herzlicher Motto, da sind sie einigermaßen gleichberechtigt, ne? Und dann gibt es so andere. Also ich könnte dazu, wie Sie mir sicher glauben, eine ganze Vorlesung halten, darum gehe ich jetzt weiter. Ne? Und wir können dann eben schauen,
mit welchen anderen Wörtern Event besonders überrepräsentativ häufig vorkommt. Und wenn ein R dabei steht, ist das Verhältnis gegenseitig. Die kommen gegenseitig miteinander überrepräsentativ häufig vor. Und daran sehen Sie, dass sozusagen Veranstaltung doch ein normaleres Wort ist. Da kommen nicht nur Substantive vor, sondern auch Verben und Adjektive werden es hier sozusagen aber zum Teil auch offenbar sehr singuläre Wendungen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Lichtlein mit Event zusammengebracht hätten. Ein Lichtlein brennt. Okay. Die Statistik muss man auch lesen. Also ich sage, ich habe nicht mehr Zeit. Ich habe nie genug Zeit. Also das machen wir ja aus solchem Zeug. Leider dürften wir selber Ihnen nur Längen dann dieser Beispiele, die das echt belegen, von dieser Länge zeigen. Das ist ein echtes Urheberrechtsproblem. Wir würden gerne mehr herzeigen, um zu dokumentieren, was wir gemacht haben. Gut, und daher, und dann können wir natürlich eben schauen, also das, dass wir aus diesem Corpora schauen, was sozusagen die Unterschiede macht. Ne? Ein Abend im Advent, also das finde ich eben, sowas finde ich schön, da sieht man eben, dass Advent ein normales deutsches Wort wird. Ne? So viele wie noch nie. Die Veranstaltung hat sich zu einem echten gesellschaftlichen Event, also ein Adventsabend. In der Schweiz sind es hauptsächlich Kirchenveranstaltungen, die Eventcharakter haben. Die müssen eine wilde Kirche haben. Also, so wird jede Veranstaltung, ob sie dann auch zum Sensitiven, nun Journalisten übertreiben, das wissen sie auch, ich hoffe, es ist niemand da. Okay. Oder eben die Schweiz, ich habe es ja schon angedeutet, wie viel Erlebnis, wie viel Eventvertrauen, Stiftsbezirk und Klosterpartei, wie viel sakrale Beschaulichkeit hat und so weiter. Okay, und so weiter. Sie sehen, die Big Data ist notwendig, um sowas zu machen wie Language Monitoring, um die Entwicklung einer Sprache angemessen zu beschreiben. Und Sie sehen, ich kann auf dieser Basis entgegen allen Sprachkritikern sagen, nee, das Wort Event ist nicht ein komisches Modewort, sondern es füllt eine notwendige Lücke, oder was heißt für die Sprecher notwendige Lücke zwischen Ereignis, Erlebnis, Veranstaltung und irgendwas. Und ich kann euch das alles irgendwie zeigen. Wie gesagt, es gibt komplexere Beispiele, aber solches lässt sich ganz schön darstellen. Und aber wir können es eigentlich nur, Sie können mir in gewisser Weise nur glauben, weil ich Ihnen die Statistiken und Ihre grobsten Daten zeigen darf und wir sozusagen auch so und so viele Textgeber haben, die sagen, auf keinen Fall darf es in der Öffentlichkeit erscheinen, sodass wir alle sehr stark hoffen und wir müssen uns, wie gesagt, die Rechte zur Nutzung solcher Untersuchungen, obwohl wir das Nationale Institut für die deutsche Sprache sind, teuer erkaufen, obwohl wir die Aufgabe haben, die Sprache zu dokumentieren. Und es zum Beispiel in den USA einen Passus zur eine Freiheit für Wissenschaftsnutzung von so etwas gibt. Und daher lobbyieren wir für sowas. Und zurzeit gibt es in der EU auch eine Initiative zu einer Erweiterung des Urheberrechts. So. Aber für uns ist sozusagen diese Befunde, die ich hier so angedeutet habe, ist eine der Begründungen, warum das Institut sehr stark in Standardisierungsinitiativen, in europaweiten Normierungsinitiativen, Mitarbeiter von mir sind in DIN- und ISO-Ausschüssen, in Text-Encoding-Initiative-Geschichten. Wir machen die Rechtsberatung für europäische große Sprachdatenfonds und so weiter. Ende. Beitrag, wo man schon auch gar nicht mehr sagen kann, dass sie subtil sich stark machen für mehr Schärfentiefe in Daten, ja. Nachdem sie viermal das Wort lobbyieren genutzt haben. Aber es war charmant verpackt. Und ich bin ein Lobbyist, aber ich kann es nachfühlen. Was mich kurz irritiert hat, noch bei dieser Karte, das war eben so spannend, war also von den Milieus, das ist die Mikronstudie, ja. Ne? Von genau. Sinus. Ja, das ist diese Sinus-Geschichte. Ja. Ja, genau. Also Sie wissen, dass Sinus in Heidelberg eine Firma ist, die sozusagen vor allem für Marketinggründe Ihnen, wenn Sie das wollen, sozusagen Ihnen Ihr Publikum nach solchen Lifestyle-Klassen klassifiziert und die das jedes Jahr für die ganze deutsche Gesellschaft machen, jedes Jahr, jedes Zeitjahr, und die kann man einkaufen und das ist ja das. Da bin ich bei so weit, da bin ich. Ja, das ist ein genau. Thema. Das finde ich ja irgendwie schon auffällig, dass die Hochschnitt, ne? Die Hochschnitt, ich ja. Weiß nicht, ob die jemand kennt.
so einen starken Anteil an Hedonisten haben. So. Das ist irgendwie komisch. Ja, es ist aber auch so, dass wir so klar, also Entschuldigung, jetzt ist realistisch, zwischen Hedonisten und Expeditiven, man die Hand nicht so richtig ins Feuer legen kann, je nachdem, ja, was da. Die Expeditiven sind halt auch mehr so mit Gadget, viel was mit Technologie zu tun hat. Genau, so was, Elektronik. Genau, was weiß man. Ne? Also oft ist es so Trendschaffens an dieser Stelle. Das ist, weiß nicht, ich habe mich jetzt auch nicht so persönlich so interessiert, ob ich da nicht. Aber es, wie gesagt, ich wollte eigentlich bloß zeigen, was wir mit Big Data, also dass Big Data nicht bloß was ist, wo man ganz große Sachen machen kann, sondern wenn man sie klug miteinander kombiniert, den Einzelnen erwischt. Und die Frage ist, was Wissenschaft dann, also ich habe jetzt gesagt, eine Anwendung ist zum Beispiel, dass man überlegt, wie man Schulsprengen und was weiß ich mit Sprachen und so macht, ne? Aber ich bin ja gar kein Anwendungsmensch. Ne? Die Anwendung ist, und die Frage ist, was man bei der Wissenschaft erlaubt, was die Wissenschaft nur intern darf, in welcher Weise das sozusagen in der praktischen Umsetzung eine Rolle spielen darf. Also das sind ja so gesellschaftlich interessante Fragen, die dann die Wissenschaft selber nicht mehr allein beantworten kann. Und offenbar ist der Wissenschaft ja weniger erlaubt als den Geheimdienst, die genau diese Sprachforschung ja in Echtzeit betreiben. Ne? Wir haben für das Bundeskriminalamt vor ein paar Jahren die Daten zusammengestellt, regionaler Aussprache, dass man den Verbrecher am Dialekt erkennt. Eine neue Version, die haben immer schon so. Also Predictive Policing. Ja, ja. Wie valide ist das? Über die Praxisweise. Wir haben präzis genug Sprachdaten. So viel kann ich sagen, wir haben präzis genug Sprachdaten. Sie sehen, ich bin auch eine Datenkranke. Was macht Ihnen da mehr Probleme, die Persönlichkeitsrechte oder die Urheberrechte bei der Forschung? Also wir sind ja an sich ein Grundlagenforschungsinstitut, das muss ich jetzt vielleicht nochmal sagen. Ne? Und da machen uns beide eigentlich gleichermaßen Probleme, bloß an unterschiedlichen Stellen. Ne? Also, weil logischerweise Sprachforschung heutzutage, wenn sie über gesprochene Sprache geht, sehr stark in Situationen auch untersucht. Und das heißt eben, das heißt multimodal heißt so das Stichwort in gewisser Weise, eben wie wir sprechen, wie wir uns handeln, wie wir relativ zueinander stehen, wann wir finster blicken und wo die Blickwerkverwendung, wie meine Hände und so. Das kann man auch schon, wo Kleidung ist, ist schwierig, aber wo es hell ist, kann man es gut verfolgen, automatisch, Statistik irgendwie. Und da tritt natürlich der Personenschutz relativ bald noch ein. Oder für abstrakte Forschung gibt es dann schon Datenmengen. Ich habe es geschafft, also wir haben es geschafft, vom SWR die ganzen Daten der Diskussion um Stuttgart 21 zu bringen. Weil da waren alle bereit, ihre Persönlichkeitsrechte für diesen Zweck bereitzustellen. Und der einzige Rechteinhaber war der SWR und der ist öffentlich wie wir. Und jetzt haben wir so zumindest für die Forschung hier und auch sozusagen zur Publikation in Aufsätze machen wir ja fast nicht mehr, so in Online-Publikationen, wo dann auch der Film abläuft, wie die miteinander reden, haben wir hier mal Material, das man beliebig nutzen kann. Aber sonst, wenn da Privatleute sind, hat man oft das Problem, die müsste man dann rauspixeln, aber es geht genau darum, wie der schaut. Dann sagt man hinter den Pixeln, hebt er gerade die Augen nach rechts. Also da haben wir mehr so Personenschutzrechte, aber wir würden natürlich ethische Personenschutzrechte, das ist ein anderer Punkt, würden wir selbstverständlich, ja, die halte ich für sehr, sehr wichtig, ne? Das ist nicht der Punkt. Während wir bei der gesprochenen Sprache, wo es eben auch darum geht, große Massen in repräsentativer Auswahl, also nicht bloß lauter Zeitungen, um jetzt so ein Beispiel zu nennen, ne? Zu kriegen, wir eher das Problem mit den Urheberrechten haben. Also das heißt, wir haben, wie die meisten unserer Kollegen, also je nachdem, was wir machen, mal mehr das eine und mal mehr das andere Problem. Und ich habe Ihnen gegenüber vorher schon gesagt, das ist auch ein Problem, das sage ich mal, des kulturellen Erbes. Zum Beispiel jetzt, wenn wir gesprochene Sprachforschung machen, müssen wir die Leute immer vorher fragen, ob sie einverstanden sind, dass damit. Das ist manchmal in Hinsicht schwierig. Ne? Ich habe mal bei den Amish People geforscht, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das ist, diese Minderheit in Pennsylvania. Und da hatte ich einen guten Freund und dann habe ich gesagt, darf ich dich aufnehmen? Dann hat er gesagt, wenn du mich fragst, muss ich Nein sagen, aber wenn du mich nicht fragst, was macht man ethisch-rechtlich aus so einer Antwort? Also, okay, wie auch immer. Und da haben wir natürlich auch gewisse Probleme, weil es natürlich große Mengen an Altdaten gibt, die ein auch nicht mehr reproduzierbares kulturelles und sonstiges Wissen enthalten, die man bei ganz enger Auslegung von personenrechtlichen Schutzbedingungen einfach nicht verwenden dürfte. Also wie gesagt, je nachdem, wo man gerade arbeitet, wird das eine oder das andere relevanter. Und ich meine, bloß um
anwesende Wissenschaftler zu Dresden, einzelne Wissenschaftler, können da ruhig manchmal ein bisschen kühner sein, weil man ja keinen bösen Willen vermutet, ne? Vermuten würde, a priori. Aber so eine Institution, die es bloß einmal in Deutschland gibt und so, wir müssen natürlich uns bemühen, auf einigermaßen rechtlich sicheren Grund zu sein. Aber ich hoffe übrigens nebenher, dass Ihnen die Beispiele auch gefallen haben und nicht bloß die Urheberrechtssicherung. Ja, das ist klar, also datenmäßig war das schon eine tolle Sache. Ne? Dann ganz klar, also auch nochmal dies, was diese Verschiebung, was die Ressentiments gegenüber türkischer Sprache angeht. Ja. Also es ist ein Mixer, ich will es bloß nochmal betonen, weil ich das eigentlich nur immer mit Vorsicht herzeige, weil das ist auf der Basis von zwei kleinen Fragen in dieser großen Untersuchung, dem müssten wir ein bisschen genau nachgehen. Wir wollen das ab nächstes Jahr, wo wir für solche Dinge ein bisschen mehr Geld haben, noch mehr ein bisschen intensiver verfolgen, was da eigentlich dahinter steckt. Also wie gesagt, das ist ja nur eine Aussage aufgrund von zwei kleinen Fragen in einer großen bundesweiten Befragung. Ja, aber es ist statistisch signifikantes Ergebnis. Ist es. Ja, das ist in der Hinsicht natürlich interessant. Achso, halt, haben wir schon eine Meldung. Da ist da werden wir sonst noch mehr reden, außer mir. Bitte. Soll ich? Okay. Ja, bitteschön. Ich bin Komponist, Urheber und Autor. Ja. Und ich habe noch nicht genau verstanden, wo genau das urheberrechtliche Problem ist. Also wenn ich das richtig verstehe, kriegen Sie Nutzungsrechte eingeräumt für irgendeinen vergleichsweise, also in einem erheblichen Umfang, ja. Quantitativ, aber in einem, für ein vergleichsweise geringes Entgelt. Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, dürfen Sie die Daten zum Durchforsten, zum Graben nutzen, ja. Aber nicht exemplarisch herzeigen, was Sie damit gemacht haben. Genau so irgendwie. Ne? Und das ist ja natürlich sozusagen, wenn man darüber redet, was Wissenschaft ist, ne? Wollen wir ja sozusagen Daten zum Nachvollzug bereitstellen. Gut, aber dann stellt sich mir die Frage, und ich weiß um die Initiativen in der EU und gehöre zu den Gegenlobbyisten. Ja. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob Sie nicht einfach den völlig falschen Gegner auf die Hörner nehmen. Denn diejenigen, deren Daten Sie da nutzen, sind ja diejenigen, die selber so sehr unter Kostenwurf leiden. Ja, ja. Also es ist auch. Müsste man nicht die öffentliche Hand in die Pflicht nehmen, wenn Grundsatzforschung nötig sein soll, wenn Universitäten unterhalten werden sollen und wenn Kultur möglich sein soll, dass einfach genug Geld in diesen Kreislauf gepumpt wird. Wir kannibalisieren uns nämlich gegenseitig. Ich glaube, ich gebe Ihnen im Prinzip recht, dass sozusagen eine Lösung gefunden werden muss, die sozusagen den Autoren ihre Rechte lässt. Ja? Ich möchte aber gerne eine Lösung, die sozusagen gegebenenfalls bei bezahlten Autoren und vorhandenen Texten oder sowas eine wissenschaftliche Nutzung, und das verstehe ich auch übrigens, dass zum Beispiel ein Autor nicht möchte, dass seine gesammelten Werke auf unserer Homepage, sei es auch auf indirekten Wege, ganz runtergeladen werden können und gelesen werden. Ne? Okay. Aber dass wir sozusagen, ich glaube, wir widersprechen uns wirklich nicht, aber dass wir sozusagen dem Forscher die Möglichkeit geben, sage ich mal, aus unseren großen Datenmengen, ohne sich genau zu kümmern, wer jetzt jeweils der einzelne Rechteinhaber ist, virtuelle Corpora zusammenzustellen, auf denen seine Forschungen bestehen, die wir dann aufheben, in gewissem Sinn, zum Nachvollzug der Forschung, um zu sehen, dass dies auch seriös war. Und dass die sozusagen in diesem Umfang und ohne Einschränkungen und weiteres für diesen Zweck zugänglich ist. Das heißt, Sie haben eine Dauer... Wir haben, und die können jederzeit rausgehen aus den Lizenzen, ist auch schon passiert. Irgendeine Zeitung, die den Besitzer gewechselt hat, ist egal, aber bloß ein Beispiel. Ich glaube, die Braunschweiger Zeitung hat den Besitzer gewechselt. Die haben uns das bisher sogar kostenfrei gegeben. Wir hatten dann gesagt, wir können irgendwie ein bisschen was zahlen. Wir haben gesagt, nee, das ist jetzt aufwendig. Das macht es nicht. Und auch rückwirkend die Nutzung der vorhandenen Daten verboten. Ne? Und dann ist es schwierig. Ne? Also das ist, ich gebe ja zu, wir haben ein Spezialproblem in gewisser Weise. Ne? Das ist ein Spezialproblem, die aber viele Forschungsbereiche betrifft und das ich hier an der Sprache jetzt zeigen kann, weil das halt mein Metier ist. Ne? Ja. Darf ich nochmal was ansprechen, was Sie relativ am Anfang gesagt haben, nämlich das Plagiatsproblem der Wissenschaft. Mhm. Die haben das ja auch dann nochmal als Beispiel gesagt, schauen Sie sich eine Dissertation in den 60er Jahren an und so. Ne? Jetzt, da das sozusagen so medial, also dann durch die Medien ging dieses Thema, durch Gutenberg und Scharan,
ist die Frage, würden Sie sagen, was macht das mit der Wissenschaft? Also das, es scheint ja so zu sein, dass es zum einen eine große Verunsicherung gibt im Wissenschaftsbetrieb, weil es jetzt sozusagen andere Player gibt, die aus der Zivilgesellschaft sozusagen sich einmischen und diese Arbeiten untersuchen, das gab es ja früher nicht. Und zum anderen ist es sozusagen jetzt das Zitieren vielleicht das einzig ausschlaggebende der Aspekt irgendwann. Wie würden Sie das einschätzen, was diese aktuelle Entwicklung für die Qualität der Wissenschaft bedeutet? Also, es war sicher eine nützliche Irritation, aber Sie haben völlig recht mit dem Punkt. Dass die Leute jetzt verunsichert sind, weil logischerweise manchmal ähnliche Formulierungen vorkommen, ohne was Gefährliches zu sein, und man sozusagen bei jeder ähnlichen Formulierung jetzt in Verteidigungshaltung gerät. Ich finde ja den Hinweis, dass man sozusagen sorgfältiger dokumentieren soll, sehr nützlich. Und es ist natürlich, ich glaube, es ist auch nicht so wahnsinnig häufig, wissen Sie? Also ich hatte eines der langweiligsten Doktorarbeitsthemen, die es gibt, die ich übrigens damals 1974 durch Big Data aufgepeppt habe. Das kann ich jetzt, wenn Sie wollen, noch erzählen, aber vielleicht auch nicht. Ich schrieb über die Adjektive auf isch im heutigen Deutsch. Und saß in London irgendwie, da las ich, dass es da in Mannheim so ein Institut gibt, die elektronische Daten sammeln. Dann habe ich geschrieben, könnt ihr mir Adjektive auf isch suchen, weil so große Mengen hatte noch nie wer untersucht. Die waren so glücklich, dass irgendein Kunde kommt, dass ich am nächsten Tag einen Brief hatte und sie sind Doktorand und das kostet nichts. Und dann bekam ich so einen Stapel Lochkarten und das Rechenzentrum der Universität Regensburg musste die ganze Nacht rechnen. Und dann habe ich einen Arm voll grün-weiß gestreiftes Papier mit lauter Isch-Adjektiven, aber auch Bischöfen und Tischen nach Hause getragen, habe die ausgeschnitten, die 14.000, und auf Kartei gegeben. Das war mein... In so einer Arbeit ein relevantes Plagiat zu begehen, ist fast unmöglich. Ich glaube, dass die positive Folge dieser Diskussion ist, dass man ernsthafter, und man kann damit, wie Sie sehen, Direktor des Instituts für deutsche Sprache werden. Vielversprechender Nachwuchswissenschaft. Okay. Dass man ernsthafter darüber nachdenkt, was ein vernünftiges Thema für eine Dissertation ist, zum Beispiel. Also sowohl das von Gutenberg-Thema, das war doch die amerikanische Außenpolitik ab Urde Condita bis 2050 und so. Und bei Fröscher-Wann war es doch der Mensch und das Gewissen oder so, ne? Ein 24-jähriges, darf ich sagen, Mädel, ohne ein anderes Examen, das war ja noch Erstpromotion, schreibt lieber der Mensch und das Gewissen. Wie gesagt, ich rede das jetzt nicht gut, aber ich sage bloß, ich glaube eigentlich, es hat positive Effekte. Manche dieser Menschen, die da so rumsuchen, sind auch ein bisschen Nerds und die finden dann merkwürdige Dinge und das ist sicher lästig. Aber ich finde, das ist nicht mehr als lästig, das muss man irgendwie aushalten und muss man begründen können. Und für mich wäre der positive Effekt, wenn man ernsthafter darüber nachdenkt, was ist eigentlich ein Dissertationsthema, was ist der Fortschritt an der Dissertation und was ist gelegentlich auch, sag ich mal, im Vorwort ein lässiger Fehler, wo man sozusagen vielleicht irgendwas nicht so ist, was man verbessern kann. Ne? So gesehen denke ich, dass es insgesamt positiv ist, und Doktoranden werden ja von allem verunsichert. Das ist das Los des Doktoranden, aber des individuellen Doktoranden. Aber ich denke, dass es eben insgesamt so gesehen schon nützlich war. Aber ich denke fast auf eine indirektere Seite, dass man denkt, was ist eigentlich eine vernünftige Doktorarbeit, was ist das Relevante dran, und wenn dann Kritik dran mal geübt wird, ist das eine relevante Kritik oder ist das sozusagen die lästliche Sünde, die vielleicht mal passiert, die damals passiert und die jetzt passiert, und da könnte man mit Copy and Paste arbeiten. Also manchmal holt man sich halt ein Stück Text raus, das hebt man sich irgendwo auf, weil man denkt, ah, das ist ein gutes Zitat, und nach 5 Monaten hat man vergessen, ob man das selber geschrieben hat, weil es so toll war, weil man immer selber so toll schreibt, oder ob man das woanders her hat. Und wenn solche Sachen gefunden werden, ist es ja wunderbar, das lässt sich relativ leicht korrigieren. Also ich würde es also insgesamt für positiv sehen. So, aber ich glaube, ich überziehe schon endlos. Die nächsten viel spannenderen Vorträge lauern hinter der Tür. Und die sind nicht von mir. Alles okay. Naja, es gibt wahrscheinlich echt trivialere oder schwerwiegendere Probleme von Wissenschaftsfälschung, ne? Ja. als jetzt sowas wie Doktorarbeiten. Ich meine, ja. Die Japaner
letztes Jahr einfach behaupten, man kann jetzt einen bestimmten Säuretropfen jede Zelle zu einer Stammzelle machen. Ja, ja. Also das ist eben so, die ganzen und das gehört ja zu dem Typ, den ich so kurz angedeutet habe, den ich aber nicht, auch nicht so völlig verstehe. Ne? Sozusagen, dass natürlich die Komplexität der Daten und die Komplexität der Datenerzeugung und die Komplexität der statistischen Methoden, die nicht alle Leser gleich in jedem Fall, sagen wir mal so, die Fälschung von Daten oder die Verschönung von Daten eben ein bisschen leichter machen. Wenn es auf sehr komplexen Operationen beruht, dann wird manche auch beim Lesen sagen, naja, er wird schon gerechnet haben. Ne? Also so das, abgesehen von den Inhalten, ob es jetzt um Genetik oder sonst was geht, ne? Also sozusagen diese Komplexität der Datenberechnung macht manchmal vielleicht das Verstecken einer Fälschung, einer Begradigung der Wahrheit also vielleicht noch ein bisschen leichter. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Man hat es mir gesagt, ich soll spätestens um 6 Uhr hier verschwinden. Ich wollte. Ja. Darf ich noch sagen, bei allen sprachlichen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir sind in R5 und für Mannheim kann ich sozusagen als Werbespruch sagen: Der Texter der Söhne Mannheims hat über lange Zeit eben in unserer Bibliothek gearbeitet, wenn er seltene Wörter gesucht hat. Dort findet man seltene Wörter. Okay, tschüss.